Alex hat schon wieder eine interessante Flasche gefunden. Dreh um. Ja, mein Detektor zeigt heute nur Flaschen an. Ich sehe heute hier nur Flaschen. Na, ich auch. Vor allem eine ganz dicke. Und da steht drauf: Thymodrosin, DRGM. Deutsches Reichsgebrauchsmuster. Ich werd verrückt, ich werd bekloppt. Also, ist wirklich ein schöner Fund. Deutsches Reichsgebrauchsmuster, das ist aus dem Dritten Reich. Jetzt sagen wir mal Thymodrosin, ja? Ja. Das diese Mücken, die greifen mich schon wieder an hier. Ja. Halt mal. Ich muss mich gegen die Mücken wehren. Ich brauch gleich mal ein bisschen Autan. Autan, wir wollen von euch gesponsert werden. Thymodrosin ist ein. Da ist sie. Da ist sie. Das ist genau die gleiche. Richtig. Ja, das darfst du. Ja, ich höre es auch. Also Thymodrosin war, glaube ich, was gegen Husten. Hustensaft. Hörst du das? Hier ist ein Hornissennest. Ich höre bloß Summen. Ja, ich habe auch vorhin eine gesehen. Da war ein richtig Riesending. Ja, die hatten so einen schwarzen Deckel gehabt, die Dinger. Die darfst du später mit DBGM, deutsches Bundesgebrauchsmuster, deutsches Reichsgebrauchsmuster, ist natürlich sehr selten. Das ist ein sehr schöner Fund. 1935. Ja. Na gut. Die Frage ist jetzt, das war Hustensaft. Also ich denke mal Hustensaft. Hier gibt es nämlich Thymodrosin, das pflanzliche Expektorans gegen Husten. Mhm. Ja, also wenn du die Flasche nicht willst, ich nimm sie. Ich kann sie dir ja verkaufen. Nee. Nur wenn du sie liegen lässt, nehme ich sie mit. Aber wenn du sie willst, ich kann dir nur empfehlen, die mitzunehmen. Ja? Ja klar, soweit ist doch wunderbar. Ja, wenn noch ein Deckel dazu wäre, aber. Genau, weißt, wie alt das ist. Ja. Jetzt geh doch mal leer da. Was ist da drin? Ein Stück Holz. Ja. Weiter geht's. Und hier das liegt. Das wollte ich, weil du mal so lieb zu mir bist, kann ich dir die schenken. Nein. Nein? Ist deine. Nimm sie mit, die kommt in deine Vitrine. Und hier sehen wir. Eine Walze, wie so beim. Ja, eine Walze. Bei der Landwirtschaft ans Pferd gebunden. Da ist die Anhängerkupplung. Und hier ist der große Stein. Und so haben sie sie hinterher gezogen. Vielleicht für das Feld. Da hinten ist ein Feld. Oder. Ganz alt noch für den Straßenbau, ich weiß es nicht. Ja, zeig mal. Folge mit Flaschen oder was? So, schon wieder hier, ne? Eine schöne Flasche. Zeig jetzt, was steht drauf? Eingetragenes Verbandszeichen. Also ich würde fast sagen, dass wir hier entweder Apothekenschrott oder Feldlazarett haben. Naja, ich habe ja auch eine Hülse gefunden. Vom K98. 5T UAP. Nee, ST sägt da oben. Nee, 5T. 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 SP. D oder JTA. Ah, hier sind noch mehr Flaschen rumgekommen. So eine. Sinalkalin, glaube ich. Sinalkalin. Genau, 200 Milliliter. Auch eine sehr schöne Flasche. Und hier nochmal eine, wo nichts draufsteht. Außer 50 Milliliter. Und ein orthopädisches Hufeisen. Wahrscheinlich war hier der Pferdedoktor unterwegs. Oder alles. Oder alles, ja. Der macht und Pferde. Ja. Und hier sind noch mehr Signale. Ja, wir schauen mal, was da alles drin ist. Hört hier nicht auf. Wird das irgendein. Also wir haben hier Müll auch hier entdeckt, was wieder ziemlich interessant werden könnte. Das stimmt. Vielleicht haben wir ja Glück diesmal. Ja. Glück haben. Ja, Glück haben. Glück haben. Ja. Ui. Da ist was. Das glänzt. Geil. Das ist Besteck. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Nein. Oder vielleicht auch was anderes. Weiß ich nicht. Au, geil. Das ist bestimmt ein Spielzeugauto. Weiß ich nicht. Das ist hier was drauf, wa? Nee. Was ist das? Ui. Koppelschloss? Nee. Von der Kiste. Von der kleinen Dose. Mhm. Löschen. Mach mal sauber. Ich hab eine Würste dabei. Warte. Vielleicht steht was drauf. In meiner Tasche gucken. Hier ist die Bürste. Moment, kann man nicht. Vielleicht eine Bonbon-Dose. Die ist ganz porös. Ja.
Steht irgendwas drauf? Nee, war. Eigentlich stand es vielleicht? Nee, das siehst du nicht? Nee. Nee, steht nicht drauf. Nicht wirklich, nee. Aber es ist interessant. Schon geil, ne? Ja, ich glaube, hier hat auch noch keiner gesucht. Ich habe ja hier keine Spuren gesehen. Alex hat gemeint, er hat noch eine Flasche, zeig ich her. Ja, hier, was schön. Eieiei, die sieht richtig gut aus hier. Die hat eine schöne Form. Mensch, was die für schöne Flaschen früher hatten aus Glas. Heute hast du sowas in dieser Form in Plastik im Laden zu stehen, ja? Osten. Nee, nee. Das ist alles alt. Wie gesagt, die andere Flasche, da steht DRGM drauf. Ja, aber oh, hier, guck mal, eine Flasche zum Vorstellen. Eine kleine, guck mal hier. Das sind alle zumindest. Hier ist kein Osten. Hier ist kein Ostenmüll. Das, wir sind schon im Osten, ja, aber das ist kein Ostenmüll. Das nee. Sind nur alle Flaschen, meistens ohne Drehverschluss, wa? Korken noch. Mit Korken, ja. Also der Kork, der ist natürlich dann, wie weit ein Naturmaterial ist, auch nach der Zeit nochmal verschimmelt. Verschimmelt, kaputt gegangen, zersetzt er sich. Zu Staubzerfällen. Gucken, was der Pinpointer sagt hier in dem Loch. Da ist noch mehr Signale. Ja, das ist alt voll. Wir müssen hier weiter suchen. Jo. Bisschen weiter ausgraben. Auch. Hier habe ich auch wieder was Interessantes gefunden. Schöne kleine Flasche. Steht drauf. Helfenberg. Und ich würde sagen, dass das da drauf so eine Art Mediziner ist, der da drauf abgebildet ist. Mit seinem medizinischen Werkzeug. Und dass das irgendein stärkeres Medikament war, oder Alex? Guck dir das mal an. Das ist ein schönes Bild drauf, ne? Mal das mal um, das steht. Ja, was denkst du, was das war für ein Gesicht? Das ist ein Teufel. Ein Teufel? Das steht auf Helfenberg, ja? Das ist doch kein Teufel, doch. Alter. Ich sehe auch den Dreizack da. Da ist kein Dreizack, das ist irgend so ein Apothekergedöns. Helfenberg? Erstmal wollen wir euch zeigen, was wir noch gefunden haben. Ein paar Kleinigkeiten. Naja, das hier hat mit Tussamack. Tussamack. Genau. Da steht auch noch was drauf. Aber nochmal Tussamack. Zweimal Tussamack steht drauf. Und den haben wir noch gefunden. Das ist irgendein Hustensaft oder so. Genau, und Tosipect, DRP, deutsches Reichspatent. Auf der anderen Seite steht drauf, dass es von Beiersdorf Hamburg ist. Deutsches Reichspatent, ja. Und dann haben wir hier noch eine Schrift drauf. Beiersdorf und Co. AG Hamburg. Und dann haben wir hier noch diese Flasche gefunden, eine ganz kleine, da ist ein Pinsel drin. Könnte Nagellack gewesen sein. Oder eine Tinktur. Oder irgendeine Tinktur. Ich würde fast sagen, eine Tinktur gegen Warzen oder sowas ähnliches. Weil das ist ja kein Nagellack hier, das weiße Teil hier. Das können wir so nicht mehr jetzt sagen. Hier steht auch noch was drauf. Das könnte eine Bipoli gewesen sein, wa? Schutzmarke. Auf jeden Fall nehmen wir noch ein paar Flaschen davon mit. Welche nehmen wir denn mit? Schöne geformte. Ein paar schöne geformte. Stefan hat sich auch schon eine eingesteckt. Vielleicht verlosen wir die auch mal. Falls irgendjemand von euch eventuell Flaschen haben möchte. Diese zwei Tussi-Sept-Dinger. Tussi-Mack. Tussamack. Und Tussi-Sept. Das ist auch mal eine schöne Flasche. Schau mal hier, da ist nichts drauf. Ne? Und die restlichen, auch die Scherben und so. Haben wir wieder ein, weil das natürlich nicht offen hier liegen bleiben kann. Und wir haben jetzt auch keinen Sack oder irgendwas mit, wo wir da drin packen könnten, um das zu entsorgen. Deswegen graben wir das einfach wieder ein, damit die Tiere sich nicht dran schneiden und machen das auch wieder zu hier. Wir haben das nur quasi flach abgehoben. Und das zeigen wir euch. Vom Wildschwein übrigens noch Zähne gefunden. Stimmt. Hauer. Das alt wieder schön zu, damit sich keine Tiere schneiden können und das alles wieder zu ist. Noch ein bisschen Laub drüber, die ganzen Scherben weg sind. Und die ganzen Flaschen haben wir hier.
Die sind alle ganz, die nehmen wir alle mit. Ist da drunter? Ja, irgendwas ist da drin. Schüssel. Schade, sah aus wie ein Helm. Ja. Ja, da kann ja auch mal ein Krug bei liegen, der Ohren voll hat. Die haben sowas auch damals in irgendwelche Krüge reingestopft und verbuddelt. Immer weiter mit den Flaschen hier. Das gibt's doch ja nicht. Das ist ein richtiger Flaschenwald. Also das ist auf jeden Fall alles alt. Das ist alles nicht Osten, das ist alles zu Kriegszeiten, auch davor. Und das ist so eine ganz schöne Menge. Da fragt man sich, wo kommt das alles her? Und vor allen Dingen fragt man sich, ist da nicht rumher was richtig Gutes dabei? Also so eine Menge ist ja meistens nur immer da, wo auch viele Menschen auch unterwegs waren oder gehaust haben. Oder. Weil klar, wir haben hier hinten das Lager, aber das ist älter als das Lager da hinten. Das Lager ist ja mehr Osten. Ja, man muss schwenken, das macht sonst keinen Sinn. Alter, guck mal hier, das ist ganz spitze Pieks dran. Könnte ein Helm sein. Nee. Könnte mal alles ein Helm sein, dann ist es immer nicht. Eine Schippe. Stimmt, das war mal eine Schippe. Eine große. Steht was drauf? Ja. Hä? Was denn? So rum. Edda. Hä? Edda. Hier ist nicht. Steht da drauf, Edda. Edda? Hm. Edda 57. Ja, 57 steht, glaube ich, nicht für das Jahr. Gut. Ja, das machen wir jetzt. Was ist denn das hier für ein komischer Wald? Erstmal aufhören wieder. Ja, aufhören mit Filmen, bis wieder was Interessantes kommt. So, geht weiter mit den interessanten Sachen hier. Stefan hat eine interessante Flasche gefunden. Steht drauf. GM Müller und Co. Berlin. Ein sehr schönes kleines Fläschchen. Fläschchen. Mit dem Rest vom Stiefel haben. Und dann hat der Stefan das hier noch gefunden. Den habe ich gefunden, das hat Stefan geschenkt. Ach so, stimmt. Okay, so, ne? Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Das,
Das geht gar nicht. Das kannst du gar nicht machen. Warum? Weil ich das nämlich schon einmal vorgemacht habe, als wir die Tellerreste gefunden haben. Haben noch nicht alle Leute dieses Video gesehen. Na, wer das kennt. Jetzt soll mir mal jemand bitte in die Kommentare schreiben, wer sowas damals noch genutzt hat. Das wäre nämlich unser ältester Zuschauer. Das ist ein sehr interessanter Fund und wir sagen euch aber nicht, was das ist. Vielleicht Udo. Vielleicht hat Udo mit sowas mal geschrieben. Ihr sollt selber mal auch mal wissen, was das ist. Ja. Den nehmen wir mit. Also diese zwei Flaschen nehmen wir mit. Hier kamen noch Lederreste raus. Wer noch einen Korken hat, der kann auch schnell sagen. Von Schuhen. Und hier ist ein Teller. Steht Edda drauf. Einfach nur Edda. Edda 57. Da oben ist noch ein alter Schriftzugrest zu erkennen. Buhl, Suhl, Sühl. Ich kann es nicht identifizieren. Goldrandteller. Da unten ist noch krass. Was ist denn mehr Sachen drin, da ist irgendwie ganz schön viel drin. Ja, nee, das hier. Ein Stein und Knochen. Ich dachte erst eine Wurzel, aber das ist was Eckiges. Oh. Was Eckiges? Eckige Knochen. Nein, nein. Das ist was Altes. Also irgendwie, als wenn das. Was Interessantes. Wenn wir ausgraben. Das wollte ich jetzt nicht haben. Wenn ich mal du dir in den Finger drin hast. Och Mann, jetzt hat mich eine Mücke angegriffen. Ja, weil du sowas nicht machen sollst. So. Wir sind hier mal an den Feldrand gegangen. Und da hat der Stefan gerade diesen schönen Knopf gefunden. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, was für ein Knopf das ist. Eine sehr eigenartige Öse, wa? Sehr merkwürdig. Der ist hier gegossen worden. Wahrscheinlich. Vielleicht war es auch ja kein Knopf, vielleicht war irgendwo eine Verzierung, die irgendwo dran war, im Holz irgendwo in einem Loch. Ist vielleicht gar nicht fertig. Der ist auf jeden Fall etwas älter. Sehr schöner Fund. Da wird sich Stefan noch ein Loch durchbohren. Und ich habe auch was gefunden. Aha. Hier auf dem Feld. Also am Feldrand. Wo ist es? Als erstes Mal hat Stefan mir noch das geschenkt. Warum immer Stefan? Ich war hier. Patina. Ja, weil du immer die schöne Patina haben willst, hast du Patina-Klebfläschchen. Ein Fläschchen, wo Patina draufsteht. Halt mal. Ja, warte mal, wo ist das Telefon? Das muss man aus dem Knochen legen hier. Und ich habe noch diese Münze hier von 50 Pfennig Aluminium DDR. Ein grandioser Fund. Ja, schnell ins Coinpad damit er nicht kaputt geht. 1981. Glaube ich. Ja. Sehr gut. Na gut. Schauen wir mal, ob hier noch was liegt. Ansonsten wechseln wir den Spot. Nee, das sind rote Ziegelsteine. Ich glaube, da oben war mal eine Uhr drin. Guck doch mal bei dem Graffiti, die gleiche Farbe. Definitiv. Aber guck mal, die Ziegelsteine gehen nach oben. Das war mal ein Kilo. Die Hunde kommen gleich. Gut, wir hauen ab jetzt hier. Wir müssen weg, die Hunde kommen. Dass wir euch was zeigen können dann.